Priya? Louis' kaputter Scorpion ist hier. Keine Spur von ihm. Oh nein, hoffentlich ist er okay. Die Medikamente wären auch hilfreich. Oh, das klang fies. Bitte finde Louis, ja? Das steht auf dem Speiseplan der Navi. Ekelhaft. Warum erzählst du das nicht jemandem, den es interessiert? Jetzt haben wir hier zufällig was gefunden, was wir auch noch erledigen können. Dieser Mistkerl denkt, er kann ohne Konsequenzen SecOps-Material. Oh, das sind echt viele, ne? Da müssen wir mal gucken, wie wir das hier gedeichselt kriegen. Aua. Die Stromdinger sind noch aktiv, verdammt. Okay, warte. Müssen wir hier mal ein bisschen weg. Vielleicht können wir hier einen... oh cool. Uns einen schnappen, der ein bisschen abseits ist. Nämlich den da. Mal kurz den Laufweg beobachten. Da könnte ich ihn vielleicht sogar schnappen. Da, in dem Moment. Okay. Gucken wir mal. Vielleicht doch nicht so rosig hier. Hey, der ist erledigt. Ihr könnt mich gar nicht sehen. Ich bin versteckt. Scheiße. Ah, wir haben gut aufgelevelt. Oh, Granaten. Nicht erwischt. Oh nee. Verstärkung. Natürlich schlecht. Ah, doch getroffen. Cool. Geschafft. Okay, nur kurz gucken. Da ist der eine Mech. Wo ist der andere? Da. Als ob man den 3 Meter Schlumpf nicht sehen könnte. Ja, aber ich bin gehockt, gebückt. Wie sagt man? In die Knie. Ah, Schrotflintenpatronen. Very nice.
Sehr schön. Jawohl. So, ich muss mir kurz zu dem anderen Mac. Da. Auch Schrotflintenmunition. Sehr gut. Okay. Guck mal. Die Kinder war da weg. Es hat vielleicht zu tun mit... Oh. Verdammt. Was liegt denn da? Eine Weste? So nicht. So nicht. Okay. Was liegt denn hier sonst noch so rum? Denke nicht. Medikamente. Das ist mein Ikran. Würde ich mal behaupten. Nee. Ein Sturmbiest. Oder wie man es nennen möchte. Naja, sonst ist hier doch nichts. Nichts übersehen. Ah, guck mal da. Er hat sich selbst befreit. Fallschirm, okay. Der Luca hat den Schleudersitz benutzt. Aber nach gestern werde ich erstmal nicht mehr sagen, von wo ich komme. Gestern? Freitag meinst du? Oder? Gestern? Weiß ich nicht. Aber was noch? Die Weste vielleicht? Der Luca war verletzt. Er hat sich hastig verarztet. Pilot ist abgesprungen und war verletzt. 32%. Ich folge der Spur des Antiseptikums. Krass. Hätte ich jetzt so auch nicht gedacht. Das ist ein bisschen viel, ein bisschen heftig. Gucken wir mal, ob wir den finden. Zumindest sind die Grünen raus. Ja, genau. Das ist mal die Hauptsache. Dass die weg sind. Da hast du recht. Jetzt bin ich nur mal gespannt, ob sich was ändert und was sich ändert. Die Spur endet hier. Ich sehe das halt vielleicht immer so. In einer Höhle? Du kannst wählen, wen du willst. Dirigiert werden die sowieso von jemand anderem. Und bis die mal anfangen können, ihre Wahlversprechen durchzusetzen, vergehen mal 6 bis 10 Jahre. Weil die ja auch immer noch, Halt, ganz ruhig! Die Agenten, auf deiner Seite, denke ich. Oder Agendas von den, Leuten davor durchzuführen haben. Können es ja nicht einfach abbrechen, da ist ja schon alles im Gange. Joa, wird sich zeigen, jeder hat eine Chance in der Demokratie verdient. Ja. Wenn es denn eine echte Demokratie ist und nicht so eine vorgetäuschte, dann hat definitiv jeder eine Chance verdient. Das wird sich ja jetzt zeigen, ob wir eine vorgetäuschte Demokratie haben oder eine echte Demokratie. Du musst Louis De Luca sein. Und du musst ein Freund von Priya Chen sein. Ich habe einen Kampf gehört. Warst du das? Ja. Die RDA ist weg. Du bist sicher.
Ich bin ein Mensch auf Pandora. Sicher ist da relativ. Priya? Ich bin hier bei Louis. Er lebt. Hurra! Ich glaube, ich habe eine Stunde lang die Luft angehalten. Dafür gibt es doch Sponsoren. VAG lässt grüßen. Ich bin so oder so glücklich, aber in dem Fall wäre ich doppelt glücklich. Das stimmt Keine wohl. Sorge. Alles gesichert. Das stimmt Super. Wohl. Da kommen noch Louis die Herren von BlackRock. Priya schickt jemanden, um dich zu holen. Ich glaube, Anker wird sich über Kontakte einen weiteren Piloten freuen. Ich weiß nicht, wie der andere Vogel heißt. Politik ist nicht so meins. Was das angeht, ich habe nie gesagt, dass ich da, ein Pilot bin. Da, wo das Buch bin. Geschrieben hat. Ich habe Priya nur meinen Plan geschildert. Du bist hergeflogen. Platzkopf. Und abgestürzt, aber hey, nicht aber schlecht für meinen ersten die Versuch. Die haben da schon ein Wörtchen mitzureden. Stimmt schon. Du hast es überlebt. Also, ich habe ja nicht wirklich gelogen. Ich habe sie nur nie korrigiert. Ich dachte, einem Flieger würde sie eher helfen als einem Blödmann mit Latrinendienst. Hoffentlich vergibt sie mir, wenn sie die Fracht sieht. Latrine. Nun, Pilot oder nicht, der Widerstand weiß deine Hilfe zu schätzen. Ich warte hier auf mein Taxi. An deiner Stelle würde ich alles Nützliche am Absturzortbergen, bevor die Audi zurückkommt. Ich kenne mich in der Ecke auch nicht so aus, aber ist, als Lohn für meine Timmendorfer Rettung. Strand nicht da in der Nähe? Da war ich mal, das ist schön. Da gibt es so ein Erlebnisbad. Krass. Ist direkt am Strand. Mit so, so wilde Ströme, sag ich mal, ne? Wo du dann, also eine Wasserrutsche, aber wo du durch Palmen und Felswände und so, da wirst du immer schneller und immer schneller. Und dann kommst du in so ein Becken rein und dann tauchst du auf und dann ist vor dir ein Aquarium mit Piranhas drin. Alter, ich habe mich so erschrocken beim ersten Mal, ne? Voll geil. Den wechseln kann ich aber sowas von. Ruckzuck. Ja, und ist geil. Und die längste Rutsche von denen, da, also das ist, ich weiß nicht, sehr hoch, das Gebäude. Und da musst du aufs Dach steigen, durch so einen kleinen Tunnel. Und dann steigst du in die Rutsche ein, Alter, und dann geht's los. Boah. Erlebnisbad am Strand klingt wild. Ey, das ist total geil. Dann ist da ein riesiger Saunabereich, der wirklich gut gemacht ist mit 6 verschiedenen Saunen. Aber nicht so was, dass jetzt noch ein Dampfbad dabei ist oder so. Nein, das sind alles ordentliche Saunen. Da sind dann welche mit, also so eine Lichtersauna, wo du dann drin sitzt und die ganze Decke sind Lampen. Und die verändern die Farbe, so stimmungsmäßig, ne? Blau, rot, grün, gelb. Zum Beispiel. Ist mega. Ist wirklich mega. Ah, was haben wir denn da? Einsamkeitsstation. Oh. Für die Verliebten. Zack. Ich glaube, wir Lage checken hier. Nein, das noch nicht. Hier geht's los. Ah, ich habe die ganze Zeit immer nur zu feste gedrückt, den Analog. Ich dachte, ich muss schießen und dann irgendwie justieren. Ja, ist ja noch einfacher dann. Hallo? Erstmal Schwarzlicht an in der Bude, jawohl. Nach weißen Flecken gucken. Das haben sie aber ein Rätsel draus gemacht, ey. Tadam. Willkommen daheim. So, Loot. Hier bitte. Ah, hier. Mal 3,1 Kilometer ist gar nicht weit. Sprich mit Lake Duff beim Flussuferlager. Flusslauflager. Yeah. Machen wir. Halt. Was hat er da entdeckt?
absteigen. Irgendwas hat er entdeckt. Okay, muss man verstehen, dieses System hier. Das da? Nee, oder? Glockenzweigflora. Berührt. Oh, Gesundheit dauerhaft gesteigert. Ja, das ist ja geil. Da wohnt ja jemand. Warte mal, von hier aus. Könnte das Bild aber auch passen, ne? Warte mal. Die Kinder sollten erfahren, wer das Geräusch macht. Und ich will nicht ständig ihre Fragen beim Heimatbaum beantworten. Sei doch nicht so. Der Sarentu. Gut, ich bin nicht feige, aber nachts schallen seltsame Geräusche von den Hügeln. Eine Lappalie in unserer Lage, Die Kinder sehen das anders. Jedes Mal, wenn ich zum Heimatbaum zurückkehre, sagen sie, du weißt immer, was los ist, Letau. Was ist das für ein Geräusch? Wie schnell es dunkel wird. Ihre Neugier ist so entzückend und ermüdend. Was denkst du, was es ist? Vermutlich jemand mit zu viel Freizeit? Die Kinder glauben, es könnten Himmelsmenschen in den Hügeln sein. Aber Nil Njan lässt niemanden nachsehen. Seine Lektion über Gefahren war so streng und lang, dass mein Gähnen fast unseren Heimatbaum entwurzelt hätte. Du wirkst nicht wie eine, die Gefahren scheut. Nil Njans Leben ist öde. Er würde Gefahren nicht mal erkennen, wenn sie sein Abendessen auffressen würden. Aber er ist ein Ältester. Wenn ein Ältester spricht, gehorchen wir. Wenn ich den Kindern erzähle, was ich gefunden habe, verrate ich, dass ich mich ihm widersetzt habe. Aber du bist kein Aranahe. Also kannst du dafür sorgen, dass die Kinder Ruhe geben, so goldig sie auch sein mögen. Da muss ich ja dann irgendwo hoch oder reingehen. Ah, hier, eine Höhle. Okay. Hallo, ich kann keine Waffe ziehen. Tastatur. Ah, die gehen nicht kaputt. Okay. Waffe wieder weg. Dornen sind bestimmt nicht gut. Ah, guck mal. Ja, zeig's an. Winkel finden. Sachte 10. Aha. Hab dich. Gute Qualität. Ich hätte es mit hervorragender Qualität gerechnet. Wo ist aber denn da? Quetschmoos. Maus hier.
So. Viel einfacher. Gute Qualität. Also ich habe mit hervorragender Qualität hier drin gedacht. Das ist ja schon ungewöhnlich schöne Höhle ist. Guck mal, dann wieder diese Pilze. Nach links war das, ne? Ja. Zu mir. Alter, das ist mit dem Controller scheiße gemacht. Zack. Salbeipilz, okay. Ist was anderes. Ja, aber geil. Kann man ein bisschen was einsammeln. Ungefähr hier war das, ne? Zack. Maverick, einen wunderschönen guten Abend. Ey, sehr gut. Sehr gut. Das ist voll geil. Voll geil. Gut, die, die Sachen einsammeln da, ne, für Rezepte und so weiter. Das nervt schon ein bisschen, gebe ich zu. Aber ansonsten ist das top. Geil, guck mal. Da ist eine Pflanze drin. Und bei dir? Bist du am Weitermachen schon? So, das. Also so Sammeldinger. Ah, du hast ja oft PS5, ne? Also das sage ich dir ganz ehrlich, das geht mit der Maus viel besser und auch viel geiler gemacht als mit dem Controller. Ansonsten spiele ich auch mit dem Controller. Mittlerweile. Aber so Sammeldinger, das geht mit Maus und Tastatur halt fantastisch. Ja, bei dem Spiel. Davon haben wir doch gerade gesprochen. Oder machst du da im Moment nicht weiter? Oh, komm. Können wir wieder gehen hier. Das erreicht hier in der Höhle. So, dann müssen wir mal hoch gucken, was die Geräusche sind, wo die Geräusche herkommen. Ja, ja, Schweizteuer, auf jeden Fall. Aber das Dreifache? Das ist schon übel. Ah, wieder die Stromdinger. Ich habe jetzt auch kein Handy hier. Das habe ich unten. Oh, ein Labor. Geil. Ich habe jetzt auch kein Handy hier, sonst würde ich selber mal gucken. So. Schnipp. Gucken wir mal, wo die Leitungen sind zum Entcoden. Entcoden. Ja. Na, diesmal wieder drin. So. Hacken. Einmal. Zweimal. Och, das war eine ganz simple. Und? Anruf? Irgendwas? Login. Oh, guck mal, 3% haben wir schon gereinigt. Ich habe das Labor entcoded. Keine Gacker mehr. Keine Kiste? Da ist eine. Ja, 4 Ersatzteile. Da können wir doch was mit anfangen. Guck mal, da liegt was da unten. Oh. Alter. Boah, wenn ich da jetzt runtergefallen wäre, ne? Hey, Alex? Hab ein technisches Gerät gefunden. Sieht nicht nach RDA aus. Oh, das muss eine alte Datenerfassungsstation sein.
Ein Sturm hat das Netz lahmgelegt. Die RDA hatte sich schon überall eingenistet. Also konnten wir nicht neu starten. Kannst du das Terminal an der Station aktivieren? Dann gehen die anderen Stationen in den Standby-Modus. Dein System empfängt ihre Signale. Folge ihnen und aktiviere sie alle einzeln. So kriegen wir die regionalen Daten. Okay, klingt machbar. Ich versuch's. Problemlos. Das SID ist dafür gemacht worden. Und wenn du noch mehr Stationen findest, starte sie bitte auch neu. Ja, sollen jetzt hier... Okay, mach mal. Okay, gehen wir mal weiter gucken. Vielleicht sind hier noch mehr Stationen. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt in der ganzen Welt hier verteilt sind oder ob das auf dem Felsen hier sein soll. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es hier eine kleine Kletterpartie wird. Gehen wir mal gucken. Nicht unbedingt. Guck mal, da steht eine Antenne. Gehen wir mal gucken hier. Körbe sind immer gut. Nee, mehr ist hier aber nicht zu holen. Oh, ich war ganz schön hoch. Da ganz hochkommen. Nee. Lass gut sein. Ja, aber schon fraglich, ne? Sind hier jetzt noch mehr Dinger oder sind die einfach auf der Welt verteilt? Wahrscheinlich halt, ne? Gehe ich mal von aus. Im Endeffekt hat es mir auch beruflich und privat sehr viel gebracht. Ach, doch hier. Von daher muss man da halt eine gute Balance finden. Ja, und in 2 Wochen wieder eingeschult. Und dann haben Mama und Papa sowieso nichts mehr zu sagen, wie das ja so ist. Das macht mich jetzt fuchsig, ne? Dass da jetzt hier noch so ein Ding war. Ist davon noch mehr? Da oben vielleicht. Ne, aber ja. Grundsätzlich, er kann zocken. Aber es wird ihm nicht so oft erlaubt, sagen wir so. Das soll da nicht so tief in die Zockerwelt reinfallen. Und das schaffe ich doch niemals, darüber zu springen, oder? Warte mal, hier machen wir mal Dingen weg.
Für meinen Neffe gibt's nur Fortnite, wenn er mich mitzockt. Ja, ja, das ist krass. Das Zocken bei Kindern kommt eh mit der Zeit. Ja, ja, das kannst du, speziell heutzutage, kannst du es einfach nicht verhindern. Von daher bin ich dann halt auch dabei, wenn wir dann Minecraft zocken oder irgendein cooles Kinderspiel oder so. Ja, also, das ist schon okay. Ich sag mal, betreutes Zocken würde ich es nennen. Eine GTA 5 oder so, das kriegt er jetzt halt noch nicht. Da muss man schon vorsichtig sein. Ich höre da wieder ein Piepsen. Das Piepsen war doch vorhin auch. Und da hat man doch so ein Ding gefunden, so eine Antenne. Warum sehe ich die nicht? Ich habe erst vor 4 Jahren angefangen, richtig zu zocken. Vor 4 Jahren erst? Boah, das ist krass. Das wusste ich auch nicht. Bei mir sind es 39 Jahre. Das ist das Ding, was wir schon aktiviert haben, ne? Ich habe mit 5 habe ich angefangen. Aber das waren halt andere Zeiten wie heutzutage. Mit 5 hat man auf Atari. Oh doch, da ist noch eins. Auf dem Atari. Atari ST hieß der, glaube ich. 2600 XL oder so. Pong, wie man es kennt. In meiner Kindheit wollten es meine Eltern es nicht. Ja. Das war sehr verbreitet damals. Bei mir war es damals Mario auf dem ersten Gameboy und Bomberman auf dem Rechner. Ja, Bomberman, mega geil. Mega geil. Und Mario, klar. Als wir von Australien zurückgekommen sind, hoppala, nicht runtergefallen. Also während wir in Australien waren, kam der Gameboy raus. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Und dann kommen wir nach Deutschland zurück. Und auf einmal sehe ich das Ding und ich so, Olla, wie geil ist das denn? Muss ich sofort einen haben. Mit Lupe und Leselampe und die ganzen Pipapo halt, ne? Und dann Mario gesucht. Spider-Man war auch ein sehr geiles Spiel, wo man die Hauswand runter musste. Oder hoch? Ich weiß gar nicht mehr. Twitch ist doof. Die haben mich erstmal in eine EFT-Stream? Was ist ein EFT? Oh, hier ist noch eins. Habe soeben die Meldung bekommen, geschafft. Dass die Station dank SIP neu gestartet werden konnte. Großartig. Aber Alex, hast du vielleicht Tetris, die Koordinaten der Station? Super. Dann muss ich sie nicht suchen. Hatte ich. Ah, es geht vom Tarkov. Oh. Dann gehen wir da mal hoch. Gehen wir mal gucken, ne? Ein RDA-Gerät. Late Dao hat recht. Dieses Geräusch. Kann ich stoppen? Von wegen Topf voller Gold am Ende dieses Regenbogens. Topf voller Scheiße. Hier gibt es nur tödliche Gefahren. Und dann dieses schaurige Geräusch letzte Nacht. So etwas habe ich noch nie gehört. Ich hätte noch mehr Angst, wenn ich nicht wegen Schlafmangel dauernd so genervt wäre. Kein Sobald Mut. Sich eine Gelegenheit bietet, mache ich mich aus dem Staub. Doch. Oh.
das war knapp. Getränke im verhangenen Wald wohl schmecken. Traust du dem Klapp? Das Geräusch kam von einem Gerät der Himmelsmenschen. Sie sind nicht hier. Jemand hat es verloren. Keine Angst. Aha, nun. Denn ein Himmelsmenschengerät weniger ist gut. Ich sage es den Kindern. Bitteschön.